nämlich euer Altmaier-Hund. Und wenn man schon heutzutage den Herrn Altmaier fragen muss, nach seinem Gewissen und dann irgendwie ins Bundesparlament, keine Ahnung, Dingensment reinkommt und alle schreien so, wow, das war die AfD, das waren die Nazis. Hä? Ich hab's irgendwie im Video gesehen, da ist irgendwie so eine Frau mit dem Handy so, Herr Altmaier, Herr Altmaier, haben Sie kein schlechtes Gewissen? Und er so, nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Und die Wähler haben mich gewählt und da, genau da, bumm. Die Wähler haben ihn gewählt vor 100.000 Jahren in seinem Wahlkreis, aber er ist jetzt Minister. Und als Minister ist er zuständig für uns alle. Ja, der gibt's keine Wähler mehr. Er ist Minister. Das war zum Beispiel schon mal Fake Number One. Fuck Number One. Herr Altmaier, das ist nicht gut. Aber Herr Altmaier, wir können einen Deal machen. Ich habe einen Job für Sie. Ja, so ein cooler Job für Sie, so cool, ich mag den Typen. Den kleinen Dicken mit der Hupe auf der Nase, so, mit der kleinen roten Nase, so, ja, ich mag Clowns, ne? Ich mag die. Und, ja, das Video wird zu lang, aber ich finde den total cool, ne? Mit dem können wir was machen. Ja, der ist irgendwie so ein kleiner Punching Ball zwischen Angela und Mauer und hast du dich gesehen? Altmaierchen, wir sehen uns. Ich komme drauf zurück, mein Schatz. Bis später.